Schön gedacht von Soriano, da mit der Sohle aufzulegen. Wieder Soriano. Und da ist dann das Tor von dem kleinen Thiago. Ein Kopfballtor eines Mannes von 1,65 Meter. Gestern schon im Halbfinale gegen Porto Alegre. Schütze des 1:0 kurz vor der Pause. Die Führung für den FC Barcelona. Gewinnt das Kopfballduell gegen Diego Contento. Thiago, der hat Angebote von Chelsea, von Benfica, von Sporting Lissabon. Aber den will man halten in Barcelona. Jetzt eingangs erwähnt, das ist der Mann, der als Xavi-Nachfolger irgendwann mal ausgeguckt worden ist. Der bringt Barcelona mit 1:0. Affelay, schöner Pass auf die rechte Seite. Cuenca. Affelay. Gestört von Luis Gustavo. Thiago. Doppeltorschütze. Barcelona. Weltklasse-Tor. Auch in der Vorbereitung. Das ist Barcelona pur. Da sind die Namen austauschbar. Da müssen gar nicht die großen Stars dabei sein. Genauso wird Fußball gespielt. Ein machtloser Jörg Butt. Und vor diesem Tor, liebe Zuschauer, auch wenn Sie Bayern-Fans sind, kann man nur den Hut ziehen. Genießen Sie es hier nochmal. Das war nur die Endphase. Aber die ganze Entwicklungsgeschichte dieses wunderbaren Treffers von Thiago. Besonders bemerkenswert. Alcantara, Thiago, Doppeltorschütze. Knappe Viertelstunde vor dem Ende, 2:0 für den Champions League-Sieger. Das ist er. Sein Vater war Fußball-Weltmeister übrigens.